Aloha und moin moin. Wie Sie sehen, sehen Sie Shadow of the Tomb Raider. Endlich haben wir es mal geschafft, das Ding mal wieder anzuschmeißen. Und wir werden uns jetzt das DLC vornehmen, der Albtraum. Jo, lange Rede, Ich sage kurzer dir, wie Schwanz. schon. Ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha Jo, gebissen wurde. Ist ab geht er. Wahnsinn. Was macht ihr zwei da? Wir tauschen Narbengeschichten aus. Jonah sagt, dass du auch welche hast. Aber ohne Geschichten. Ich war Was? nur unvorsichtig. Das habe ich von meinem Cousin, Eli. Das ist von deinem Cousin? Redet ihr noch miteinander? Er war nicht wirklich mein Cousin. Er war ein Wurm, den ich... Vielleicht, ich musste einfach dorthin. Ja, wahrscheinlich. Und was ist mit dir? Das sieht nach einer ziemlich guten Geschichte aus. Was ist passiert? Ein sehr altes Rezept. Bei so einem Rezept würde ich lieber verhungern. Es war nicht so ein Rezept. Es war für eine Waffe. Ah, was für eine Waffe? Der weiße Atem, ein Gift, das man tief in der Wildnis findet. Es würde unsere Anzahl verdoppeln, ohne einen Mann hinzuzufügen. Ideal für die Rebellion, um Amaru und seine Armee zurückzuschlagen. Aha. Was ist denn passiert? Es ging schief. Hast du es nicht gefunden? Nein, mein Freund, ich war nicht würdig. Um das Rezept des weißen Atems zu meistern, musst du den Pfad der Angst beschreiten. Ein gefährlicher Ort voller schrecklicher Dämonen. Glaubst du, Hört der weiße sich richtig Atem könnte interessant Rebellen an. Leben retten? Viele, aber diese Hoffnung ist verloren. Ich kann nicht zurück. Zu gefährlich. Und wenn ich mit dir gehe, wir können das Rezept des weißen Atems zusammenholen. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber der Pfad der Angst muss allein bewältigt werden. Dann gehe ich. Das kann ich nicht von dir verlangen. Hast du nicht. Wir machen's trotzdem. Es so. Lara, vielleicht ist das keine Sache. Uchu, ich kann helfen. Bitte, lass mich gehen. Ja, gut, überredet. Komm, sag es. Sag es! Nimm den Weg durch das Wasser unter dieser Höhle. Er führt dich in die Wildnis. Dort bist du auf dich gestellt. Geht doch. Mehr wollen wir ja nicht. Mensch, du, dass man immer erst laut werden muss. So, dann wollen wir uns mal den Albtraum hier mal richtig. Ja. So, was ist hier jetzt mit Tauchen? Danke. Luft? Gibt es hier auch irgendwo Luft? Hallo? Doch nicht. Das sieht gut aus. Raus hier. Oh, hier ist ein süßer Fratz hier. So. Da weiter? Hier weiter? Gucken hier. Ah. Wir wollen. Wieso kann ich das jetzt nicht ändern? Hallo. Wie ändere ich denn das nochmal? Geil. Ja, Leute, ich habe das schon Ewigkeiten nicht mehr angefasst hier, das Spiel. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich ein paar Fails geben, macht aber nichts. Dafür kann man ja schneiden, ne? So, das sieht interessant aus, ne? Und wie Sie sehen, es gibt nichts zu entdecken.
Okay. Guck mal, Augen auf. Ich hoffe mal, das ist richtig. Ja, ich weiß, da hinten links geht's auch noch weiter, aber ich möchte jetzt das erstmal angucken. Warum? Weil ich der Typ bin, der den Controller in der Hand hat. So. Und Lara möchte das auch. Lol. Aha, man kommt ja auch gar nicht anders hin. Ja, guck, siehst du, alles richtig gemacht. So. Jetzt wäre ich aber weiter runtergesprungen. Was ist hier mit Schwingen? Wie ging das noch? Also. Zack. Ach so. Hat der Dulli nicht irgendwas mit Piranhas gesagt? Vorsichtig hier. Ist ja schon so eine kleine, schöne, versteckte Lagune, sag ich mal. Oder so. Judy, weiter im Text. Klettern, oh geil, wie habe ich das vermisst. Schon so ein richtig schöner Ausblick. So. So, da oben geht's lang. Er denn da? Das kann nicht der Pfad der Angst sein. Ich muss mich verlaufen haben. Hallo? Na? Kannst du mich hören? Du bist auch bestimmt einer hier von diesen Morgana-Vatern, oder? Alles klar, ja. Lass mich raten, das ist bestimmt an dem gleichen Tag, als der Vater erschossen wurde. Na? Warum gibst du dich mit nichts zufrieden? Mama. Okay. Ah!
schon so ein bisschen creepy hierher. So. Was muss ich tun? Erstmal eine Hose machen. Was geht ab? Ja. Und ich habe Waffen? Habe ich Waffen? Habe ich nicht. Das ist schön. Ja, komm rein. Tür ist offen. Ja, komm. Mach. Tür geht wieder zu, ist schön. Ja, ist in Ordnung. Ein Glück habe ich den Sound so laut auf dem Kopfhörer, du. Soll ich hier rein? Aber auch kacke, wenn man die falschen Lottozahlen in der Zeitung liest. Naja. So, was ist hier los? Hey, ich bin's. Dein altes Ich. So, komm. Schwimmen. Einfach nur schwimmen. Ins Licht hinein. Ja, es wird auch gar keiner sehen hier. Denn hier tauche. So, es wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mal nach draußen zu kommen. Weil wegen Luft. Ne? Oh. Ja, komm, lass los hier. Ja, tut mir leid, ich brauche jetzt Luft. Hier denn ab? Ja, hallo. Kann ich nichts auswählen hier? Hallo. Wieso kann ich denn nicht schießen? Hallo. Ach, Mensch, falsche Taste. Alles klar. Ich sag ja, man muss erstmal wieder hier klarkommen mit der Steuerung. Deswegen, ich muss mal eben kurz hier hinten in der Ecke und mal eben kurz Pause drücken. So, Dalle, wir haben uns die Steuerung angeguckt. Haben sie uns nicht gemerkt. Aber dafür haben wir nochmal einen Kaffee getrunken und weiter geht's. So. Muss ich hier abschießen oder so? Ich
habe aber auch nur die Waffe hier. Ja. Zielen ist on point. Boah. Warte mal. Warum bleiben denn hier die Leichen nicht liegen? Hallo. Ich würde ja schon gerne mal... Moment, was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Hier los. Jonah, wo bist du? Geht dir gar nichts an. Ey, hier kommen auch wirklich alle, ne? Er zielt aber auch wieder wie ein junger Gott hier, du. Oder sie. Oder wer auch immer. Wehe. Ey, sag mal. Das ist schon so ein bisschen tricky hier, ne? Guck mal hier. Das ist jetzt die Phase, ne? Da ist ja noch einer. Na los, komm, schieß. Schießt aber auch wirklich wie so ein Yoga Gott. Ist hier nicht mit Zielhilfe, ne? So, komm ran auf den Meter. Wo bist du? Oh, ich muss noch ein bisschen aufpassen hier mit meinem. Ui, 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 ui. Sag mal. Und nur eine Piste. Von hinten. Ach, ja, alles klar. Ist ja nicht umsonst ein Albtraum. Ist ja schon so leicht irreführend hier, ne? Habe ich wieder meine Waffe? Nö. Okay. So, komm. Aus dem Weg. Woher weißt du, dass du das alles warst, Lara? Ja? Hauptstory im Schnelldurchlauf. Würde mich nicht wundern, wenn die eine Königin da auch nochmal ankommt. Lara, bitte. Jonah, wo bist du? Wo bist du? So, mach auf. Hallo.
Ja, ich bin auf dem Weg. Weiß man noch nicht wo lang, aber ich bin so gut wie da. Mach doch die Tür auf. Ja. Das darfst du nicht zulassen, Lava! Oh Gott! Lava! 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 Ja, ich höre dich. Ich weiß zwar noch nicht, wo du bist, aber... Ich kann hier unten nicht atmen. Unten, okay. Das darfst du nicht zulassen, Lava! Oh Gott! Lava! Bist du hier? Muss ich jedes Grab hier nach? Da leuchtet was. Jonah! Jonah! Ich hab Angst! Ich kann hier unten. Warum hast du mich hergebracht, Sarah? Warum tust du mir das an? Das darfst du nicht zulassen, Sarah! Ich hab dich, Jonah! Bitte! Halte durch! Komm schon, stirb nicht, bitte! Jonah, bitte! Na, 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 und? Surprise, surprise. Du weißt, was du zu tun hast. Spiegelbild. Weiter. Tu es. Was? Was? Der Schmerz. Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin. Ihr Schmerz, nicht deiner. Die Leben, die du vernichtet hast. Und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs. Kleiner Tod. Kleine Hexe. Ich würde nie... Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tot oder verdammt. Du weißt es. Spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Erst deine Mutter, dann dein Vater und jetzt deine Freunde. Nein! Okay. Hey, ich bin's, Jonah. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Ach, Gott sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Wer? Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den weißen Atem holen. Affengötter? Meinst du die Zwillinge? Hunahan und Hunsheven? Sie sollen das Rezept für den weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben. Aha. Wo ist die Dealerin jetzt hier? Hallo. Ich will nochmal. Hallo. Das war interessant. Oder auch nicht. Ja. Sie sind dabei. Ja. Hunahan und Hunsheven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Ganz bestimmt. Deswegen ist auch der Weg hier so zugewachsen. Naja. Rechts oder links? Links oder rechts? Links. Oh, jetzt wird's interessant. Ist ja immer wieder sagenhaft, ne? Aus dem Stand. 8 Meter weit springen. Und wenn man mal mit Anlauf springen will, dann schafft die noch nicht mal 2 Meter. Hallo, klopp, klopp. Keiner da. Okay. Ja. So lassen sie los. Aber der Weg sah auch nicht viel besser aus. Ja, wir halten uns links. Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein.
Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. Wenn du das sagst. Was machst du? Hallo? Rätsel Nummer Uno. Irgendwie unten lassen. Oder auch nicht. Okay, wird erstmal ignoriert. Passierphase. Okay. Ja, Kamera, ich will gerne mal andere Seite gucken. Alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist. So, wieder ein bisschen gaffen und lernen. Ach, ich kann da auch wieder zurück. Halten uns mal links, ne? Oder auch nicht? Komme ich da hoch? Ne, da geht's nicht weiter. Die Mauer muss weg. Wir fahren einfach mal im Kreis. Ach, guck mal, siehst du da? Da kann ich bestimmt. Ja. Siehst du? Hoch oder runter? Ja, und denn? Werde ich da hängen? Ist aber auch ein bisschen verzweigt hier. Hunahan und Hun Cheven. Diese Statuen sind riesig. Dieses Tor muss irgendwo hinführen. Hat die denn jetzt schon wieder Statuen gesehen? Sag mal. Ach, da. Okay. Ach, guck mal, ein High Five. Jawohl. Ich würde ja gerne einklatschen, ne, aber du bist mir ein bisschen zu hoch. Jallo. So, was ist hier Phase? Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein.
Was treibt diese Turbine wohl an? Wind? Wasser? Vielleicht auch beides? Oder Lava? Verdammt, es geht nicht weiter. Mal wieder was für die Intelligenz tun. So. Ja. Das war's. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Da guckt er, das ist der Wahnsinn. Geht da rein. Ich mach mal hier. Soll ich mal so tun? Hier. Vorne. Okay. Ja, okay. Bisschen Dampf. Ja, jetzt geht's auf Zeit oder was? So, nun? Hallo. Dagegen schießen? Das ist außergewöhnlich. Warum sollten Hunahan und Hun Sheven so einen Ort bauen? Wie mache ich denn jetzt nochmal? So. Kommt mir ja so ein bisschen vor hier wie Zip-Out oder wie das Ding heißt. Takeshis Castle. Ja, genau. Ich muss mich schon hier. Sieht sehr interessant aus. So, komm, schlag runter. Oh, 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 hallo. Ja, alles klar. Ich dachte, ich wäre da sicher. Spring halt. So, Numero Uno. Ach nee, war ja schon zwei. So, wie krieg ich dich jetzt hoch? Da drüben. Vielleicht. Da. Jetzt wieder zurück oder was? Ah, zu lange gewartet. Komm ich hier rein? Halt, stopp, das ist noch ein Schalter. Hier mal ganz genau an. Ich komme da denn darauf? Das ist bestimmt der Rückweg.
Hoffe ich mal. Aber ich muss dich doch auch nochmal irgendwie anheben können. Bin ich jetzt blind oder einfach nur blöd? Das ist die Frage. Oben vielleicht. Komm, wir springen mal da oben raus. Warum springst du denn nicht? Hallo? Ich drück X nicht umsonst. Hallo? Hoch! Schön Step für Step. Schalter versteckt. Nein. Da ist einer. Wirkst du? Gar nichts. Hä? Oder ist der hochgegangen? Sehe er nicht. Schön. Ach, und dann komme ich von hier nicht rüber, oder was? Hä? Darauf, darauf. Ey, oh, vorsichtig. Ach, und jetzt bewegt sich der auch. Okay. Jetzt muss ich wieder zurück. Ja, wundervoll, dass man das hier alles so ein bisschen in die Länge zieht, ne? Ich will ja auch nur... Oh, jetzt kriege ich auch die Schnauze, habe ich gesehen. Oh, weil das eilig hatte. Das war's. Ist das jetzt geliehen? Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Ja, das sagtest du bereits. Ja, das war klar, jetzt warte ich. Zu wackeln hier. Bist du doof? Kann ich das da nicht anmachen? Nee. Oder muss ich das von unten machen? Durchziehen können.
bestimmt rüber. Für den Rückweg, ne? Höchstwahrscheinlich. Was? Ach, zurückfahren tust du auch noch. Na, warte. Lol. Ei. Jetzt ist ja die Frage, bleibt das jetzt so stehen oder nicht? Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Hoff ich mal. Machen wir mal zur Sicherheit so. Das merken hier mit meinem kleinen Spatzen hier. Alle vier zusammen. Okay. Ach, die bewegen sich auch noch runter. Jawohl. Ja, also das wird jetzt eine YOLO-Aktion. Und ich werde... Vor der Wind. So. Haben wir eben angaffen, das Ding. Der weiße Atem. Tata! Okidoki. Wir brauchen uns also nicht mehr um den Rückweg zu kümmern. Ist ja richtig toll. Jo, dann hören wir uns nochmal an, was hier Aaron McBong dazu sagt. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Nee. Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier. Der weiße Atem. Ja, hat dein Koks. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Ja. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Das macht jetzt und 1 Geld 80 Programm. Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich
Glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Ta-ta-ta-ta. Ja. Lara sagt, es gibt nichts zu erzählen. Dann wollen wir uns dem mal anschließen. Das war jetzt der Albtraum. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, mehr oder weniger. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten DLC.